An was denkt man beim Namen Siemens? Wahrscheinlich nicht unbedingt ans Oktoberfest. Dabei ist der Konzern mit Hauptsitz in München auch hier überall dabei. Bier zum Beispiel wird häufig mit Siemens-Technik gebraut. Der Konzern regelt auch die Energieverteilung für die Karussells. So kommt es, dass schon allein wegen der riesigen Produktpalette an Siemens kaum jemand vorbeikommt. Das Unternehmen macht unter anderem Medizintechnik, baut Windräder, Turbinen aller Art und weltweit rollen Siemens-Züge im Nah- und Fernverkehr. In über 200 Regionen der Welt ist der Konzern aktiv. In China zum Beispiel wird ein Drittel der Energie durch Siemens-Anlagen erzeugt. Auf der Nordhalbkugel entstehen große Offshore-Windparks. Und in den USA, dem weltgrößten Ölförderer, rüstet Siemens die Branche aus. Ein Global Player mit 350.000 Beschäftigten. Dem Gründer Werner von Siemens hätte dieses Bild zu seinem 200. Geburtstag gefallen. Doch nicht immer war alles Sonnenschein. Unter dem Siemens-Chef Heinrich von Pierer wurde der Konzern vor 10 Jahren von einem Korruptionsskandal erschüttert. Zahlreiche Manager hatten rund 1,3 Milliarden Euro Schmiergeld an potenzielle Auftraggeber gezahlt. Von Pierer und zahlreiche Mitarbeiter mussten ihren Hut nehmen. Eine Krise, von der sich Siemens lange nicht erholt hat. Heute steht das Unternehmen vor neuen Herausforderungen, dem Aufbruch in die digitale Welt. Siemens will mitmischen, ein Navigator sein, dessen Systeme Datenmassen interpretieren und zu sinnvollen Informationen zusammenstellen. Das braucht man zum Beispiel in Fabriken, wo die Bauteile untereinander kommunizieren und den Produktionsablauf immer stärker selbst regeln. Auch im Verkehr sieht der Konzern neue Geschäftsfelder. Autos oder Ampeln senden Signale, die Daten werden verarbeitet und lenken den Verkehrsfluss. Einen Fuß in diese Zukunftsmärkte zu bekommen, wird die Herausforderung der kommenden Jahre sein. Denn die Deutschen sind in der digitalen Welt weder die Ersten noch alleine.